Heute treten die Modestudenten Lisa und Kevin gegen Fabia und ihre Mutter Ricarda an. Hallo. Hi. Hi. Fabia. Fabia, ich bin Kevin, freut mich. Hi, ich bin Lisa, freut mich. Dem Gewinnerteam winkt heute ein Shopping-Gutschein von About You im Wert von 2.500 Euro. Seid ihr auch aufgeregt? Total. Total, ja. Wir auch. Macht ihr denn auch was mit Mode? Also ich schon. Ja. Meine Mutter ist eher so im Bereich, sie designt Möbel und Küchen. Und ich studiere auch Design und bin eben beruflich Blogger im Fashion-Bereich. Ricarda und Fabia kennen sich logisch von Geburt an und brennen beide für die Mode. Ich bin die Ricarda, ich bin 53 Jahre alt, ich komme aus Öhringen. Ich bin so eine typische Frau. Ich liebe Mode, ich gestalte mich gern mit Mode. Hat auch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun, wo ich auch gestalte. Mode bedeutet für mich, dass ich so wie ich bin, mich noch perfekter mache und mein Leben etwas bunter mache. Das liegt wohl in der Familie. Mein Name ist Fabia, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und habe seit 2 Jahren meinen eigenen Modeblog. Wir sind das perfekte Styling-Team, weil ich einfach eine super tolle Mama habe. Sie ist mega offen, was Mode angeht. Und so kann ich mit ihr immer Neues wagen. Und sie ist, wie gesagt, für jeden Trend zu haben. Wer heute gestylt wird, wissen die Kandidaten allerdings noch nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer reinkommt. Wir sind jetzt richtig aufgeregt und auf unser Opfer gespannt. Unser Opfer. Dass wir einkleiden dürfen. Es ist. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Topmodel Eva Pattberg. Hi. Guten Tag. Hi, Eva. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin die Ricarda. Jetzt bin ich aber ganz überrascht. Fabia. Das ist die Fabia. Mit so einem Promi habe ich nicht gerechnet, mit so einem Profi. Eva Pattberg ist ja auf jedem Laufsteg der Welt schon gewesen, ist für die tollsten Designer gelaufen. Ich war erstmal richtig sprachlos. Kein Wunder, denn Eva Pattberg ist als Topmodel von Paris bis New York auf allen großen Laufstegen zu sehen gewesen. Heute ist sie nicht nur Model, sondern auch Schauspielerin und Sängerin und lebt mit Ehemann und Tochter in Berlin, wo sie auch als Mutter eine ziemlich gute Figur abgibt. Ich habe hier auf jeden Fall 4 modebegeisterte Menschen auf der Couch sitzen. Definitiv. Seid ihr neugierig? Ja. Gespannt auf den Store. Worum es geht, ne? Was es so gibt. Genau, vor allen Dingen auch, was das Thema ist. Ja. Wir würden auch gerne was über dich erfahren, wenn du uns was sagen könntest. Ich wohne mittlerweile in Berlin, seit längerer Zeit schon. Und habe, als ich so ein bisschen jünger war, international gemodelt, also war in New York und in Mailand und in Paris. Ich mag das schon gerne, das Reisen und auch den Glamour, den der Beruf mit sich bringt, aber ich bin auch dann gerne wieder zu Hause und verbringe Zeit mit Freunden und mache halt so ganz einfache Sachen. Koche gern, mach Marmelade, mach ein Plätzchen. Um so ein bisschen jetzt mal zur Glamour-Seite meines Lebens zu kommen, habe ich natürlich für euch auch eine Style-Aufgabe. Galerieeröffnung, das entscheidende It-Piece. Bei Galerieeröffnungen geht es natürlich vor allem um die Kunst. Doch auch die Gäste spielen eine große Rolle. Künstler, Kunstkäufer, Prominente und Fotografen. Das Publikum ist hier meistens genauso bunt wie die Kunst selbst. Man redet natürlich über die Kunst, aber man redet vielleicht auch über das, was man trägt. Und wenn man dann ein It-Piece trägt, was vielleicht als Gesprächsthema verwendet werden kann, ja, hat man da gleich so einen guten Fuß in der Tür. Da dürft ihr mich gerne überraschen. Und dann habe ich mir auch schon einen Haare-Make-up-Look überlegt. Ich würde gerne die Haare so ein bisschen Slick-Back machen, also ein bisschen Wet-Look, aber mit Struktur. Es gibt eine rote Lippe, schöne Haut, aber wenig Augenbetonung. Also ich finde die Style-Aufgabe sehr schwierig, weil ein Galeriebesuch kann ja alles sein. Es kann von totschick sein zu total flippig. Damit später alles passt, dürfen die Teams noch mal Evas Modelmaße nehmen. Ganz viel Spaß beim Raussuchen. Später. Danke. Tschüss. Ciao. Eva verabschiedet sich in die Maske zum Make-up. Bei den Teams steigt die Vorfreude. Das ist der Himmel für eine Frau. Überwältigend. Eigentlich wie ein Online-Store, nur halt in einem Raum. Das ist der Wahnsinn.
Die Herausforderung heute ist es, sich auf ein It-Piece zu konzentrieren und gleichzeitig aber den Look sehr elegant, sportiv, mondän, modisch, also eigentlich alles zu halten, damit man so auf eine Galerieeröffnung gehen kann. Den willst du mitnehmen? Ja. Findest du den nicht gut? Also wenn, dann der hier. Die anderen sind alle zu groß. Und was dazu? Ich mag das ja hier. Ah, ist halt nicht ganz praktisch. Schick oder unpraktisch? Egal. Fabia hängt's erstmal an die Stange. Wir machen alles zusammen. Wir machen's gemeinsam. Ja, wir haben schon unsere. Ich gehe vorne, du nimmst hinten. Da ich ja die Mutter bin und sie ja gesagt hat, sie möchte es praktisch haben und Fabia das noch nicht Mama, ganz versteht. Gegen die Wand. Gut. Meine Mutter sieht viele Sachen anders wie ich und sagt auch oft mal, hey, das kannst du so nicht tragen, wo man vielleicht, wenn man jünger ist, noch nicht so einen Blickwinkel dafür hat. Und daher kann sie mir dann oft sagen, so Fabia, nee, das geht leider noch nicht so, da musst du ein bisschen aufpassen. Und ja. Du hast ja hier diese Löcher und hier hast du auch die Löcher. Wenn du nachher quasi die rausholst, weißt du, und dann so drüber machst, kann ich mir das halt super gut vorstellen. Okay. Aber wenn wir keine Hose finden, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Gut, komm jetzt. Ja, ich komm. Nicht so viel. Schuhe an. Nein, warte kurz. Lass mal. Na? Du, hier. Ich glaube, ich könnte mir selber nicht so gut vorstellen, mit meiner Mutter zusammen Styling zu machen. Ja, ich vertraue meiner Tochter 100%. Ich finde jedes ihrer Bilder immer klasse, wunderschön. Sie weiß immer genau, was sie will. Also ich bin begeistert. Ich vertraue ihr 100%. Und ich würde das Ganze halt, wie gesagt, ein bisschen auflockern durch den Jeans und dann aber hohe Schuhe, dass es wieder schick ist. Mutter und Tochter haben halt schon meistens noch mal unterschiedliche Stile. Ob sie den jetzt für die Eva vereinen können? Hoffentlich. Was mich ein bisschen unglücklich macht, ist die Jeans. Aber wenn wir nichts Besseres finden, nehmen wir sie mal mit. Gucken. Wenn man einem nichts einfällt, trägt man eine Jeans. Ja, das ist nicht wahr. Ich weiß. Eine Jeans geht immer. Man ist immer gut angezogen mit einer Jeans. Da kann man nichts falsch machen. Die gute alte Jeans. Die gute alte Jeans. Ricarda und Fabia suchen noch nach einem Blickfang, dem entscheidenden It-Piece. Könnten die Regenbogenschuhe das It-Piece sein? Ich finde die eigentlich, die sind uns gleich ins Auge gestochen. Ich finde der Hammer. Also ich finde sie super gut. Ah, ja. Und ich finde auch die Farben ganz toll zusammen. Also ist richtig gut. Für mich ist ein It-Piece der Eyecatcher von dem ganzen Outfit. Aber das Problem ist, finde ich, ein bisschen dadurch, dass sie schon der Eyecatcher auf den Lippen sind, ist es überhaupt schwierig, da noch was zu finden, wo man noch mehr hinschaut. Auch cool. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. It-Piece. Viele It-Pieces. Wir gehen jetzt mal zurück kurz in die Styling Area und laden mal ab. Ja. Währenddessen sitzt Eva in der Maske und bekommt von unserer zweiten Fashion-Expertin das Make-up für die Galerieeröffnung. Ich bin Nina Park und bin International Make-up Artist. Ich hoffe nicht, dass ich Ihnen da jetzt zu sehr einen Floh ins Ohr gesetzt habe mit der Mama-Geschichte, weil ich möchte natürlich nicht aussehen wie eine Mama an so einem Abend. Ne? Ich möchte natürlich cool und sexy, mal eben nicht Mama sein an so einem Abend, sondern irgendwie mal wieder diese andere Seite von mir zeigen. Fabia macht einen radikalen Vorschlag. Mit einer völlig neuen Idee will sie ihre Mutter Ricarda überzeugen. Also wir müssen das jetzt einfach mal kurz drüber ziehen, sonst kannst du dir das nicht vorstellen. Ich zieh's drüber, okay? Okay, gut. Ich finde die Kombi cool mit dem Ding. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall das als It-Piece. Wenn wir die Sneaker dazu haben, die passen ja eigentlich gut. Weißes Unterteil, so, ich finde es super cool. Findest du nicht? Also das ist jetzt natürlich, bin ich sprachlos, ja. Ich weiß, das ist sowas, was man eigentlich jetzt im ersten Blick nie anziehen würde, aber ist es doch nicht schlecht, oder? Nee, aber außergewöhnlich, gewöhnungsbedürftig, ja. Augen zu und durch. Ricarda muss ihrer Tochter jetzt vertrauen. Das nehmen wir mal mit. Wenn ich dann halt irgendwas sehe und einen Fokus auf was habe, dann kann ich schon die Entscheidung treffen, weil dann habe ich ein Ziel vor Augen. Und das ist jetzt so ein... Ich muss mich jetzt beeilen. Ja.
Tüte? Nein, auf gar keinen Fall. Die Zeit im Fashion Store ist um. Jetzt bleiben den Kandidaten noch 10 Minuten, um ihr finales Outfit zusammenzustellen. Ja. Ich bin eine Perfektionistin in meinem Beruf, das bin ich. Wenn ihr auch zu mir nach Hause kommt, ist es wie eine Ausstellung. Es ist steril. Es ist steril. Ja. Alles perfekt durchgestylt, ja. Tasche, Tasche. Weil und unser It-Punkt ist der Anzug, oder? Das It-Piece ist der Anzug. Ist der Anzug, ja. Faber, jetzt schau noch mal kurz die Schuhe an, welche wir nehmen. Die Sneaker, auf jeden Fall die Sneaker. Auf jeden Fall die Sneaker, okay. Es ist einfach stimmig, es ist total außergewöhnlich, es ist was ganz anderes. Und vor allem, es ist spontan entstanden. Und spontane Sachen sind immer die besten. Magic is in the air. Eva Pattberg wartet gespannt auf die Outfits der Kandidaten. Ich finde es total schwierig. Also ich könnte das auf keinen Fall, jemanden zu stylen, den ich gerade eben erst kennengelernt habe. Doch genau das ist die Herausforderung bei Style Your Star. Ah, Karambolage. Vorsicht, Band. Ja. Okay. Richtig. Was ist denn euer It-Piece? Hier. Diesen, das ist ein Anzug. Ja, ist ein Anzug. Cool. Das ist unser okay. It-Piece. Okay, alles klar. Und dann den Trenchcoat rüber. Das ja, genau. Also ich sehe die Farben von dem Anzug. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das alles miteinander funktionieren soll. Also es wirkt so ein bisschen bieder vielleicht. Ich würde sagen, ich springe mal rein. Gut, bis gleich. Also meine Angst ist ein bisschen darin, dass ihr vielleicht die Schuhe nicht schick genug sind oder dass es ihr einfach too much ist alles, weil es halt wirklich nichts Schlichtes ist. Aber wir lassen uns überraschen. This world can hurt you. Oh. Oha. Cool sieht sie aus. Schick, sieht mega tolle gut Frau aus. Man weiß ja, so eine Frau kann alles tragen, aber es unterstreicht einfach nochmal so ihren kompletten Typ und einfach toll. Gut, wagen wir es. Wagen wir es. Prima. Sehr schön. Jetzt bin ich ganz guter Dinge. Nothing gonna save us now. Hallo. 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 Wie geht's euch? Also jetzt geht's uns wieder gut. Könnt ihr mit der Style-Aufgabe das entscheidende It-Piece etwas anfangen? Wart ihr denn schon auf der Art Basel zum Beispiel? Habt euch da die Frauen angeguckt, was die da anhaben? Also jetzt persönlich vor Ort waren wir nicht, aber natürlich immer in Zeitschriften, Fernsehen sieht man natürlich viel. Und Instagram. Instagram natürlich, Plattform Nummer 1. Ich kenne es auch noch von Instagram, also soll das kein Nachteil für euch sein. Ich bin nicht oft in Galerien. Ich werde dafür kritisiert, auch von Freunden von mir. Aber ich habe die Leidenschaft noch nicht ganz gefunden oder ich habe einfach nichts zum Anziehen dafür. Und wir freuen uns sehr auf den Mama-Tochter-Look. Dann kommt die Eva jetzt einmal rein. Ja. Oh mein Gott. Hallo, Lady. Hello. Also man ist ein bisschen unsicher dann tatsächlich, wenn man vor die Experten tritt und versucht dann so ein bisschen in den Gesichtern zu lesen, wie kommt das jetzt an? Finden die das jetzt doof? Finden die das lustig? Finden die das gut? Also man versucht dann da so ein bisschen eine Information zu bekommen. Wie fühlst du dich, Eva? Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich unwohl, weil ich mich noch nicht sehen durfte. Aber im Moment muss ich sagen, ich fühle mich nicht verkleidet. Hosenanzug ist eh top. Das Thema mega des casual, Sommers. Mega cool. Ja, ja, der neue Hosenanzug. So, jetzt haben wir schon über dein Outfit ein bisschen gesprochen. Jetzt wird es Zeit, dass du dich selber auch siehst. Das wäre mal ganz schön. Man weiß natürlich ja nie, wie der Eva das Outfit gefällt, ob sie lieber auf schlicht steht oder lieber auf extravagant. Liebe Eva, das ist dein Outfit von Ricarda und Fabia.